lange Dauer beschäftigt. Wir können direkt in den Split gehen. Auf der blauen Seite sehen wir Who Gets Carried Hard, auf der roten Seite Cheese Mode. Und wir sehen auf beiden Seiten direkt ein bisschen Early Aggression. Da crossen Kann auch direkt schon mal in die Deep Mitte und gucken, ob sie sich Warrior. hier gut treffen werden. Wir sehen hier auf keiner der beiden Seiten irgendwelche Probleme, irgendwelche Versuche da mit Refuge oder mit Mass Invisibility zu spielen, sondern direkt aufeinander los. Da wird noch ein bisschen gejagt an der Stelle. Misha Thinner zieht sich ein bisschen zurück hier zum eigenen Punkt und da sieht es so aus, als würde Cheese Mode direkt die Aggression, nee, da sich komplett zurückziehen, um den eigenen Punkt zu verteidigen, denn Mr. Melo hat sich dahin gepflanzt. Wahrscheinlich einfach, um den Decap da zu halten, weil das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Mr. Melo sehen wir sehr oft am Enemy Close an der Stelle. Es ist halt vor allem schön, um am Anfang so ein paar Punkte zu denyen Und wenn sie und jetzt einen starken dann Engage ist es haben könnten, auszuholen. dann. Ne, wir haben Mr. Mado schon im Downshift, Thinhead wird sich hier nicht allzu lange gegen Ezreal und Aber Zapdos auftürmen die können. ganze Aktion hat Square ist unheimlich aber noch geholfen, da. weil wir die Mitte nämlich jetzt hier in den Händen von Who Gets Carried Hard sehen. Da war also der Cap von Rongor relativ easy Jetzt haben möglich, wir weil aber jetzt auch schon erst noch direkt den keinerlei Decap, denn der Gegenwehr wird sehen. zurückgenockt wie ein Bekloppter. Jetzt gehen aber beide wieder aus irgendeinem Grund vom Punkt. Sie wollen sich nicht jeweils so als Banker outen und als der designierte Ranger hier ist er natürlich am vom Punkt runter und rauf hüpfen wie ein Bekloppter. Also da ist teilweise weiß ich nicht, ob ein Ranger in der Mitte so die beste Wahl ist, gerade weil er so viel hüpft. Jetzt drei Leute, er geht in den Downstate, wird hier auch ohne irgendwelche Widerstände gefinisht an der Stelle. Da war dann Blind oder Stability, eins von beiden. Scissor und Rom gehen jetzt noch von der Seite rein. Können sie das hier Guarez an klären? der Main in den Downstate gebracht von Zapdos gestompt. Der Close Point gehört wieder Cheese Mode. Die Mitte scheint sie zurzeit auch relativ gut im Griff zu haben. Jetzt macht Sizer das, was er eigentlich fast immer tut. Wir kennen das aus den letzten Weekly Cups. Geht er jetzt Richtung Enemy Close Point? Wird er versuchen, den Decap anzubringen? Mischa Thinet hat den ganzen Braten allerdings gerochen. Ist, nachdem er gespawnt ist, auch direkt dahin auf dem Weg gewesen. Sizer probiert ihn da jetzt ein bisschen abzuhängen, zwingt ihn allerdings auf dem Punkt zu stehen, obwohl er natürlich die größte Burst Potential hat und damit im Teamfight viel besser aufgehoben wäre. Jetzt Sizer allerdings ein bisschen im Bedrängnis hier gegen zwei, wird festgekettet, steht jetzt in seinem Shadow Refuge, kann da drin unsichtbar gehen, sich außen nochmal hochheilen und jetzt so ein bisschen darauf lauern, was das blaue Oh, wir Team jetzt hier Misha zu bieten Thinhead hat. so auf dem Weg mal eben kurz aus dem Leben holen an der Stelle. Probiert ihn da direkt gar nicht in den Kampf interagieren zu lassen, denn das ist das, wo der Mesmer gefährlich wird. Wenn er in den Teamfight kommt, dann kann da richtig was geschehen. Im 1v1 sind die natürlich auch gar nicht mal so schlecht, gerade gegen Thief, aber in Teamfights sind die durchaus gefährlicher. Und jetzt, nice, während Squares da den Rest ansetzt, will er sich jetzt möglicherweise den Decap holen. Wunderschön gespielt an der Stelle, wenn er das wirklich schafft. In Hat der es nicht Mitte ganz sehen wir geschafft, ihn jetzt. genug zu slowen, da ist der Decap nicht durch. In der Mitte jetzt gerade Kasseb gestompt und außen Rongor, der lag da lange, 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 hat sich dann nochmal versucht, mit dem Pet hochzuresen. Meiner Meinung nach nicht die beste Idee, die er hier hatte. Und jetzt der Double Cap für Cheese Mode. Wir sehen 83 zu 94 Punkte, noch ist das Ganze relativ knapp. Jetzt gleich allerdings wird Rot hier ein bisschen die Führung ausbauen können. Sie stehen in einer Vor recht allem, da wir aggressiven dann auch noch einen Haltung, wenn wir uns Zwan das hier anschauen. von Rom gerade gemacht sehen. Sie wollen da direkt aggressiv rangehen, wie du gerade gesagt hattest. Zwei Leute werden jetzt aber auf die gesamte Macht von den Monks treffen an der Henge. Also das wird möglicherweise nicht so gut aussehen, obwohl Misha Thinet da unten jetzt im Downset ist. Hat sich aber jetzt endlich wieder hochgeholt an der Stelle. Aber ich glaube nicht, dass sie das hier allzu lange schaffen werden. Wenn sie die Leute aber beschäftigen, ist das eigentlich schon genug. Denn sie holen jetzt auf. Das hat Cheese Mode relativ gut geschafft, trotz des Double Caps, den Monks da geschafft hatte, einfach durch die Stomps teilweise auch was auszugleichen. Und jetzt mit dem Creature Kill natürlich noch den Vorsprung ein bisschen auszuweiten zu dem Zeitpunkt, wo sie den Double Cap haben. Mischathin hat gerade kurzzeitig im Downset gewesen, weil Sizer und Zapdos hier ihn so ein bisschen bearbeiten. Wir sehen jetzt schon wieder unter 10% Lebenspunkte, wird außen wieder in den Das Downset gehen. könnte hier Diesmal fast der Kasseb Triple nicht in der Cap werden da Nähe. hinten. Oh, jo, stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, sind sie da am Erdwerk weiterhin zugange. Während da zwei Leute außen das blaue Team gechased haben, muss Mr. Melo sich hier gegen zwei Leute am Erdwerk durchsetzen. Ist das schon relativ low? Sizer kommt jetzt wieder dazu. Sizer hat die Basilisk Venom ready. Wir sehen, da kam viel Damage, aber Melo kann sich halten. Das ist halt die Möglichkeit eines Guardians. Und außen hat sich Mischa Thinhead wieder hochgeholt aus dem Downstate. So ein bisschen selbstständig. Und Jetzt kommt auch Squares bringt direkt da jetzt ein außen Chieftain Chieftain mit. mit, um den sich gerade geprügelt wurde. Der schaut jetzt mal ein bisschen vorbei, haut auch noch ein bisschen, haut er da auf Misha Thinhead. Das könnte nämlich gefährlich werden, wenn er da Damage abkriegt. Kann sich aber auch aus der Nummer natürlich rausholen. Es ist jetzt ein bisschen disengaged, wahrscheinlich gerade um von dem Creature, von der Creature wegzukommen. Zapdos hat jetzt ganz gut Damage gefressen, aber Mr. Melo sieht ein bisschen schlechter aus. Heißt aber bei dem Guardian immer nicht viel. Wir haben übrigens statt Rongo, der hier gerade so
gerade eben noch verloren hat. Obwohl, dann geht Rom jetzt noch in den Downstate. Und wenn ein Ranger im Downstate ist, dann bedeutet das nur eins. Und zwar einen Petrest, den wir da sehen werden. Aber Azeron kommt in letzter Sekunde da noch dazu, kann ein bisschen Damage machen. Muss allerdings die Mitte dafür undefended lassen. Und da sehen wir, Keep geht wieder an die Hände von, oder in die Hände von Hugo Skeletat, so wie es ganz zu Anfang einmal gewesen ist. Unten jetzt am Erdwelt, Mr. Mello immer noch im Fokus-Target. Liegt jetzt da im Downstate. Da wird allerdings direkt der Rest von Hugo Skeletat angebracht. Die Frage ist, wie viel Damage kann er kommen? Zapdos versucht da Damage zu machen, Frelina ebenso. Die beide werden genockt. Sehr, sehr schön gemacht von Mr. Mello hier in diesem 2 gegen 2 außen. Sizer in einem One-on-One mit Misha Thinhead. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Matchup da gerade gewesen. Aber beide anscheinend mit riesen nicht allzu gut für Misha Thinhead ausgegangen. Ja, Sizer hat dann doch, also er hätte schlechtere Chancen gehabt, wäre da der Backstep gewesen. Das ist ein bisschen einfach mit dem ganzen Gedodge an der Stelle. Und jetzt haben wir halt die drei Leute für Cheese Mode an der Henge und die könnten da durchaus gefährlich werden. Vor allem, wenn Sizer dann einen guten Engage hinkriegt. Wir haben aber jetzt Frelina da an der Stelle down gehabt, kommt direkt wieder hoch. Mr. Milo kriegt auch ganz gut Damage, hat aber noch seine Abilities, um sich dann ein bisschen zu retten an der Stelle. Also es scheint sich außen jetzt wirklich Rongo, der große Kampf dahin zu verziehen. Außen hat Rongo jetzt den Cap auf der Undefended Mine geholt. In der Mitte hält der Squares gegen Rom noch irgendwie so ein bisschen mit Hängen und Würgen den Cap auf der Keep. Und unten am Erdwerk, zumindest so ein bisschen durch die Materialschlacht, immer die Möglichkeit für Hugo Skeletat hat den Punkt D-Cat zu halten. Denn jetzt wurde die Situation so ein bisschen umgedreht, die wir vorhin hatten. Ja, Mr. Mello da immer wieder auf den Punkt drauf. Wenn er mal gedownt ist, wird er hochgeholt. Misha Thinhead kommt immer wieder, stirbt des Öfteren, weil er halt das Fokus-Target ist, wird allerdings rechtzeitig wiederbelebt, bevor da irgendwelche Probleme wirklich am Erdwerk entstehen. Und deshalb zurzeit noch diese Situation. Jetzt allerdings, wenn sie dann einmal die Chance haben, dann werden sie hier wahrscheinlich bis zum Ende durchcappen. Frelina jetzt hier schubst und Mello kurz vom Punkt runter. Cappt das Ding jetzt also wieder einen Punkt, der hier gefährlich, für gefährlich, am Respawn da einen Guardian außen liegen zu lassen. Da entscheidet er sich auch richtigerweise für den Stomp, obwohl Misha Thinhead da einfach komplett von wegrennt und den Punkt erstmal ignoriert und in der Mitte helfen will. Sizer hatte das da wirklich sehr gut gemacht. An sich eine Situation, die hätte gefährlich werden können. Sizer hat sich da von der Henge wegbewegt, als theoretisch da der Respawn Misha Thinhead gerade hätte kommen können. Aber in der Mitte wurde er mehr gebraucht. Da hatte gerade Rom ein wenig Probleme, sich gegen zwei durchzusetzen. Hat es dann aber geschafft, die Situation noch ein bisschen zu halten. Und jetzt hat Rongo hier in den Downside gebracht. Karsai brennt da noch rein, aber wird auch nicht mehr allzu lange da, glaube ich, was halten. Genau wie Misha Thinhead. Die sind hier jetzt einfach outnumbered an der Stelle. Ja, Misha Thinhead down. Karsai allerdings da, um zumindest noch ein bisschen den Punkt zu halten. Jetzt kommt Sizer da außen mit dem Damage ran, aber er hält sich gut, da. Die Meilen undefended, das hat jetzt gerade Rom gemerkt. Rom wird da jetzt den Decap und vermutlich auch Cap anbringen. Das heißt, es fokussiert sich jetzt, wo wir gerade den Fight am Erdwerk hatten, um den Kampf in der, oder so ein bisschen auf die Mitte. Da jetzt Hugo Skeletat wieder mit ein paar Leuten vertreten, vertreiben fürs Erste die Leute von Cheese Mode da von dem Punkt. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass der Punkt Decap bleibt. Darum springt immer wieder zwischendurch Sizer drauf. Dann kommt mein Zapdos, der ein bisschen drauf springt. Azron ist jetzt wieder da, um das Ganze zu halten. Und dann kommt der Burst. Kassab hier kurzzeitig im Downstate durch dieses Anspringen von Zapdos und von Sizer in der gemeinsamen Combo. Zapdos jetzt im Downstate. Jetzt wird hier zum Stomp angesetzt von Karsape. Na, wurde interrupted. Wurde das Refuge gesetzt, Versuch. Aber das sieht nicht gut aus für Azron hier, den hier dann noch durchzubekommen. Da hat er dann auch letztendlich attacked und jetzt müssen sich beide zurückziehen aus der Geschichte. Es könnte aber möglich sein, wenn er schnell genug ist, dass er sich dann hier die Henge wiederholen könnte. Da wird er aber direkt schon gesehen von Misha Thinhead ins Target genommen und schon ein bisschen attacked. Da muss er sich jetzt im 1v1 durchsetzen, um das zu klären. Denn der Rest der beiden Teams an dieser Stelle verteilt sich eher wieder so ein bisschen in Richtung Keep und auch ein bisschen in Mine. Rom wurde da gerade noch gestompt. Shadrongor genauso wie war das Squares? Ja, Squares will jetzt noch den Rest ansetzen. Da wurde Shadrongor einfach mit einem wuchtigen Hieb von dem Punkt gekickt. Was bedeutet, Squares ist jetzt in einer doofen Position, das zu resen, ohne den Cap noch weiter hochkommen zu lassen. Aber besser einen Cap hochkommen lassen, als einen D-Cap zu einem Cap werden lassen. Also nicht die schwierigste Situation an der Stelle. Entschuldigung, ich war gerade wieder kurz mit abgelehnt von der Diskussion. Absolut kein Problem. Wir haben Azron, der jetzt hier noch kommt echt dazu Unterstützung. Hat mir gerade ein Downstate-Battle, glaube ich. Ich habe das nicht ganz richtig gesehen, wegen den wunderschönen Säulen der Henge. Azron will hier jetzt aber auf jeden Fall die Defensive-Position an der Henge einnehmen. Vielleicht wirklich ein bisschen den Enemy-Point bunkern. Und es sieht so aus, als würden sie da für die Außen-Point-Strategie gehen.
Robin in der Mitte hat den Decap durchbekommen. Squares kam da ein klein bisschen zu spät, um das zu verhindern. Jetzt ist allerdings Kassab hier auch mit dabei. Das heißt, ein 2 gegen 1 in der Das Mitte, könnten sie ausgerechnet jetzt gegen aber zwei wirklich Warrior. gedreht haben mit der Aktion, dann noch den Außenpoint zu holen. Da bleibt jetzt Azron hier einfach auf der Position, da die Henge zu halten. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Mr. Melo kann da zwar bleiben, kann den Punkt aber nicht bekommen. Misha Thinnet kommt jetzt zur Unterstützung, aber Frelina ist halt auch da und der hält das Ganze auch eine Weile aus. Und in der Mitte, Rom wurde jetzt zwar gefinisht, aber mit einem Punkt werden sie hier auch nicht mehr viel machen. Das müsste jetzt Oh, schon der mal Rob wurde nicht wirklich gefischt. Hat was. Sizer wunderschön nochmal Shadow Refuge stellen können, gerade ganz, ganz kurz. Bringt er noch den Burst Damage auf Squares da im Downset? Jetzt ist die Frage, wer stompt schneller, wer stirbt eher? Squares wird da von Sizer gestompt. Meine Güte, damit kommt der Ready auf Rom und damit jetzt Kassab hier in der Mitte gegen zwei. Rom allerdings Mich sehr, sehr wundert low. das sehr, dass da nicht noch ein Da ist er. Knockback von Seiten Karsype kam. Der hat versucht ebenfalls zu stompen und dachte, er wäre da eventuell schneller auf Rom. Warum jetzt aber nochmal in den Downset gegangen hier und Sizer ist auch in einer doofen Position. Ist die Frage, kann das auch schaffen, wenn beide in Downset sind? Sizer, schließlich nicht ganz. Oh, jetzt die gestohlene Ability. Kann es auf jeden Fall schaffen, hier das 1v1 möglicherweise zu klären. Da beide in den Downset zu bringen, ist halt einfach nicht eine Sache, die wirklich funktioniert. Aber dadurch, dass er kurz unsichtbar gegangen ist und jetzt trotzdem noch interrupted wurde, ist das hier jetzt nochmal der Vollcap. Das dauert noch ein bisschen. Sie haben auf jeden Fall jetzt die Chance, nochmal was zu drehen. Auch wenn es Alle knapp drei ist. Punkte decapped. Unten hat Rongor Azron in einem 1-on-1 gelegt und damit sich das Erdwerk gesichert. Auf der anderen Seite Melo jetzt mit dem Decap auf der Mine. Das könnte so eine kleine Comeback-Situation werden, sofern sie jetzt allerdings überhaupt keine Fehler mehr machen und vor allem auch Keine Creature abgeben. CM. So Cheese Mode hier nicht irgendwie anfängt mit 5 Leuten auf einen Punkt zu rennen und das dann einfach darüber entspannt klar zu machen. Doch genau danach sieht es gerade aus. Wir sehen Azron, Frelina und Zapdos hier, die jetzt gemeinsam auf Chaturongo Melo kommt springen. von Der wird hinten jetzt aber vom Punkt noch rein. Möglicherweise dann runtergeworfen. noch der Knockback. Da wurde der Knockback gedodged von Chaturongo. Er kommt dann in der Mitte, aber er ist momentan noch auf dem Punkt. Mr. Milo wird an der Seite da gestompt. Chadrongo hat sich wieder ein bisschen von der Mitte gerollt, aber da war Misha Thinnert noch dabei, um den weiteren Capner zu verhindern. Jetzt ticken die 2 Punkte hier, aber Chadrongo geht jetzt in den Downs. Der Misha Thinnert kann nicht unbedingt einen Rest ansetzen. Der geht einfach im Gefecht da down und jetzt haben wir den, was ich gerade schon gedacht habe, dass er einfach ein 2 kommt. Jetzt brauchen sie auch nur noch 10 Punkte. Der Stomp kam, es sieht so aus, als hätten sie die Mine sicher und Die auch die nächsten fünf Henge ist Punkte für den decapped. Stomp werden gleich auf Misha Thinhead kommen. Möglicherweise Wenn könnte die hier auch noch Mine ein dann noch Steal zweimal angesetzt tickt. werden. Ja, Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt vorbei hier für Cheese Mode. Was auch immer aus der Waldkreatur da geworden wäre in diesem Warrior 101. Cheese Mode gewinnt das erste Match dieses Finals oder dieses ESA Weekly Cup Finales. Wir sehen vor allem ein Team Who Gets Carried hat, das sich nicht aufgegeben hat, das zwischenzeitlich immer mal so kleine Comeback-Situationen hatte und einen sehr, sehr starken Opener wieder. Das hatten wir, glaube ich, bei jedem Weekly Cup ja, bisher. Der starke das. Opener von Who Gets Carried hat. Aber sie schaffen es danach einfach nicht, bis zum bitteren Ende runterzuspielen. Nee, nicht wirklich, aber wir haben so ein, also wir haben halt wirklich das Hin und Her gesehen. Wir haben auch teilweise wirklich genau die identischen Situationen bei den beiden Teams jeweils mit den Capture Points gesehen. Ja, zwar, okay, nicht genau identisch umgedreht, weil sich immer die Action an der Henge irgendwie abgefunden hat und dann natürlich das eine da. Who Gets Carried Hard theoretisch den Vorteil hätte, da immer wieder reinrennen zu können. Aber das hat halt Cheese Mode wirklich unglaublich gut geregelt, da an der Henge nicht aufzugeben und da den Win dann zu holen, Mr. Milo in den Downstate zu bringen, an der Stelle, ohne dass da noch wieder jemand rein konnte. Und diese aggressive Schiene auf den Farpoint hat da wirklich was gebracht, wo sie richtig stark ihren Vorsprung ausbauen konnten. Würde ich natürlich auch die Punkte anrechnen. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass das nicht so ganz koscher ist, was da, glaube ich, mit unserem YouTube-Game-Giveaway passiert ist. Wieso? Das Problem ist, Leute haben da andere Ergebnisse gezählt als ich. Und lustigerweise habe ich beim nächsten Durchzählen ein anderes Ergebnis gehabt, aktualisiert und nochmal ein anderes Ergebnis gehabt. Deswegen war ich das eine Mal gerade so kurz Oh, abgelenkt. Google Und ich Plus sehe. Comments, die sind immer wieder an einer anderen Stelle. Google, richtig, Google Plus Comments sind in einem komplett weirden Zustand irgendwie auf YouTube. Ja, Die sind die nicht regeln nach sich. Zeit Die sortiert. regeln sich 37 standardmäßig nach Minuten. Popularität, was bedeutet, das ist letztendlich ein automatisiertes Feed the Troll-Feature. Genau, Aber wenn ihr da nämlich mal durchschaut, habt ihr nämlich vor einer Stunde, vor einer Stunde, vor 37 Minuten, vor einer Stunde, vor einem Tag, vor 5 Tagen, vor 2 Stunden. Das ist keine vernünftige Reihenfolge, die die Kommentare mehr haben. Vor 6 Tagen, vor 5 Tagen, vor einer Stunde, vor einer Stunde, vor einem Tag, vor 3 Tagen, vor einer Stunde, vor 2 Stunden. Das ist nicht die Reihenfolge, die ich eigentlich gewohnt bin von YouTube-Kommentaren.
Und das ist definitiv nicht meine Schuld, weil aktualisiert selber mal das Video und ihr werdet sehen, dass Ja. ihr eine ganz andere Reihenfolge plötzlich habt. Ja, und ich würde aber auch sagen, letztendlich, um das da mal anzubringen, letztendlich ist die Idee hinter dem Giveaway, dass random unter den Comments was verlost wird. Kann das noch mehr random sein, als dass selbst die Reihenfolge der Comments random ist? Selbst wenn er sich jetzt in der Reihenfolge noch verzählt hätte, wäre das halt ein zusätzlicher Fehlfaktor, der letztendlich uns auch nicht interessiert. Wäre das jetzt in dem Fall dann irgendwie an den Mitarbeiter gegangen, die eigentlich sowieso ausgeschlossen sind, oder an irgendjemanden, den wir da spezifisch kennen, dann möglicherweise Munkel und so ein Kram. Aber in diesem Fall ist das halt zusätzliche Fehlschritte, die letztendlich zu einem zufälligen Ergebnis geführt haben, und das war der Sinn hinter der Sache. Also denke ich, kann man da nicht unbedingt Einwände bringen. Auch bei Chats müssen wir immer von unserer Reihenfolge ausgehen. In diesem Fall mussten wir dann von unserer Reihenfolge für den Kram bei den YouTube-Comments ausgehen. Weil Google Plus natürlich doof ist. Ja, absolut. Google Plus Ist, ist glaube meiner Meinung ich, nach ein Punkt, auf vollkommen. den wir enden können. Denn Die Diskussion. man kann allerdings nach Neueste zuerst sortieren. Das sehe ich jetzt zum allerersten Mal Hätte übrigens. man, aber jetzt ist es passiert. Ja, jetzt ist es An der sowieso egal. Stelle. Okay. Wir warten darauf, dass das zweite Match startet. Der englische Typ geschrieben, ready when you are. Wir sind sowieso immer ready. Ich habe gerade nochmal Post von meiner Grundsätzlich. Mutter bekommen. Da gab es ja jemals schon mal einen Weekly Cup, wo meine Mutter nicht zufällig irgendwie in mein Zimmer reinspaziert kam. Ich Bin mir glaube nicht, nicht oder? sicher, nein. Also ich mach mal immer meine Post auf, vielleicht ist was Spannendes. Na, 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 Egal was es ist, liest du es vor? ja. Deine Bankdetails? Ach, das, ja, meine Bankdetails. Will ich mal meine Bankdetails wissen? Nein, im Ist Prinzip eh nichts ist das nur drauf. irgendein. Ja, richtig. Es ist, ja, ihr könnt bei mir nichts holen. Ja. Mit Shoutcasten kann man sich nicht den Lebensunterhalt verdienen, es sei denn, man shoutcastet bei League of Legends oder Dota 2. Das Da geht das heißt Lebensunterhalt, vielleicht. wir Ich kriegen weiß es nicht. Scheißdreck. Ja! Man kann den Leuten wenigstens die Illusion machen, dass sie anfangen, Shoutcaster werden zu wollen, weil es sich Also, lohnt, aber es ist halt eigentlich ein machen wir das Hobby. nur für euch und nicht für Ist halt uns. ein Hobby. Genau. So sieht es aus. So, schauen in den Split. Auf der blauen Seite immer noch. Who gets carried hard? Auf der roten Seite immer noch Cheese Mode. Wir sind im zweiten Match des Oh, ich Finales habe den des falschen. Nee, Weekly warte mal. Cups. Das hat er hier doch gerade jetzt Cheese Mode geholt, oder? Ja, Ja, dann habe ich den richtig. falschen die Punkte gegeben. Wir schauen uns der Warrior und der Messman. Ja, wobei nur der Warrior geht hier von Who gets carried hard zum Close Point. Auf der anderen Seite sind es Warrior und Guardian, eine etwas defensive Variante hier von Cheese Mode, wobei sie auch auf der anderen Seite offensiv mit Rom da an den Waterfall gehen. In der Mitte jetzt nur der Spirit Ranger gegen zwei, kriegt so ein bisschen Unterstützung von Sizer und oben am Waterfall Rom gegen Kassabe und Misha Thinhead. Misha Thinhead da jetzt gerade eben von der Seite so ein bisschen zugekommen, den hat Rom vorher nicht gesehen. Das heißt, dass er hier gegen zwei Leute stehen muss. Wir sehen drei Punkte hier zurzeit schon durch den Quarry. Jetzt sind es fünf Punkte. Ab jetzt wird es worth it für Rom. Einfach weil er, selbst wenn er jetzt gestompt wird, schon so viel Delayed hat, dass er Zumindest von den Punkten da mit dem gewonnen Worth It hat. muss man dann immer noch mit einbeziehen, dass theoretisch der Stomp auch dazu führt, dass du eine Zeit lang außerhalb des Games bist. Erstmal wieder reinrennen muss, das ist dann natürlich auch ein Nachteil. In Aber der in diesem Fall Mitte hat es sich halt einfach Rongor. voll gelohnt. In der Mitte Rongor gerade eben schon sehr, sehr schnell gestoppt. Ich weiß gar nicht, ob das nur der Damage von Sizer war, der da so den Unterschied gemacht hat. Auf jeden Fall auch da 5 Punkte für den Stomp bekommen. Unten der Quarry jetzt Decap von Squares. Um allerdings steht Rom immer noch auf dem Punkt gegen Kassab. Also Kassab allgemein. Also ein sehr, sehr guter Opener diesmal von Cheese Mode. Ja, sie haben zumindest am Anfang ja die Punkte geholt, was wir normalerweise von den Monks gewöhnt sind. Man kann nochmal sagen, hier, wenn Cheese Mode sich das Game hier jetzt holt, dann haben sie den Weekly Cup gewonnen und nehmen dann natürlich auch die Preise mit nach Hause, wo ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig weiß, was es ist, aber insgesamt 125 175 Dollar in Preispool. Gamecodes. Achso, okay. 125 für das Gewinnerteam, 50 für den Zweitplatzierten. Richtig. Gut, wir sehen jetzt Sizer, der sich dagegen entscheidet, dann noch auf dem Waterfall zu helfen. Misha Thinnet, weil er, glaube ich, auch noch für eine Sekunde ist und aber direkt wieder weggegangen. Die hängen so ein bisschen zusammen, die beiden. Die wollen sich irgendwie nicht ganz Das in ist Ruhe halt die lassen. beiden Burst-Potential, oder die beiden, die mit dem meisten Burst-Potential Oh, haben. Azeron Jetzt am. und Rom jetzt hier auch noch am Waterfall darum gegangen. Kaisab finisht ihn jetzt in diesem Moment. Also wird der Waterfall hier jetzt gleich an Who Gets Carried Hard gehen. In der Mitte haben wir noch eine ganz gute Stellung. Der Mittpunkt, wir haben es ja schon öfters erlebt. Das kann auch mal sein, dass der einen gesamten Kampf oder ein gesamtes Match nicht gecapped wird.
Unten jetzt Misha Pinhead und Squares beim Engage auf den Quarry. Wir sehen Zapdos und Sizer, die dagegen halten. Die beiden machen natürlich sehr viel Cleave-Damage. Squares ist da am Resen von Misha Pinhead. Zwar steht Misha wieder, aber wenn man auf die Lebenspunkte von Squares schaut, dann hat man genau gesehen, das hat richtig, richtig wehgetan. Schaut, Rongor hilft deswegen da nochmal von der Seite aus. Sizer muss sich da jetzt, muss jetzt so ein bisschen disengagen. Frelina kommt und Frelina steht genau richtig, um da den Rest auf Sizer anzubringen. Jetzt ist ein 3 gegen 3. Ich würde sagen, für Lebenspunkten hätte zumindest schon mal ein Favor für Cheese Mode, die jetzt hier gemeinsam auf Misha Thinhead springen wollen. Der allerdings mit unheimlich viel Burst Damage da auf Sizer. Das heißt, er im Downstate, der wird zum Stomp angesetzt. Die Frage ist, kann Frelina da noch irgendwie den Rest anbringen? Und Nein, da hat sich der das mit Port auch Porten nicht mal weit genug. gelohnt. Wieso? Da hat, doch, er hat weggeportet, aber ich meine, Misha Thinnet hat hinterher geportet in dem Fall. Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht mal mit Sicherheit sagen. Jetzt der Comeback-Mode hier übrigens, wenn man auf die Punkte schaut, von Hugo's Carried Heart. Wir sehen erstmalig die Führung hier in diesem Spiel übernommen, weil sie 2 Punkte decappen konnten und halt oben die ganze Zeit den Waterfall haben. In der Mitte so ein bisschen das One-on-One zwischen Azeron und Mr. Melo, Bunker Guardian gegen Spirit Ranger, das kann sich in die Länge ziehen. Ganz oben Warrior gegen Warrior und unten halt alles zurzeit in Favor Jetzt haben für wir aber Hugo's die Carried Heart. Unterstützung von Sizer, der hier sehr, sehr schnell das Match, das 1v1 an der Stelle dreht, geht auch direkt zurück, verschwendet da keine Zeit und wird es gleich in der Mitte unterstützen. Wo aber auch Misha Thinnet da von hinten kommt. Mr. Milo ist schon so ein bisschen off-point gelaufen, was letztendlich dazu geführt hat, dass nahezu nichts passiert ist, denn da kamen direkt seine Leute von hinten mit rein und haben den Punkt gesichert. Das kann man hier auf diesem großen Punkt ganz gut machen, sich ins Gefecht stürzen, ohne wirklich in dem richtigen Cleave drin zu stehen. Obwohl Warum hat natürlich auch sich nicht. jetzt den. Obwohl natürlich auch nicht unterschätzt werden sollte, die Position hier oben auf den Kanten, die ist halt Gold wert. Rom hat sich den Waterfall gesichert, auf der anderen Seite Squares den Enemy Close Point Quarry. Jetzt in der Mitte, da fokussiert sich jetzt so ein bisschen natürlich der Fight drauf. Da liegt gerade Azron im Downset. Rom ist da, um ein bisschen eventuelle Stomps zu verhindern durch Cleave Damage, aber nicht wirklich dadurch, dass er sie interrupten kann. Jetzt Frelina hier. Kann allerdings auch nichts für Azeron tun. Deshalb jetzt Überzahlsituation in der Mitte für Hugo's Carried Heart. Rongo da allerdings im Fokus. Geht down, der Storm kommt nicht durch. Stattdessen kommt der Rest durch. Dafür Misha Thinhead allerdings in den Downset. Hier wird von allen Leuten von Cheese Mode gerade draufgeprügelt. Trotzdem kommt der Rest durch. Sizer disengaged jetzt so ein bisschen und versucht zum Enemy Close Point zu kommen. Misha direkt hinterher. Immer noch ein 3 gegen 2 in der Mitte für Hugo's Carried Heart. Rongo außen, ja, jetzt relativ low. Wird er gleich in den Downstate gehen? Auf der anderen Seite Rom genauso. Das könnte auch hier wieder ein Double Downstate geben. Und da ist die Frage, rest man oder nuket man oder stompt man? Die drei Alternativen hat man an der Stelle. Jede kann in einer anderen Situation das bessere Ergebnis zur Folge haben. Jetzt schaut Rongor da in der Mitte Downsizer nuke noch ein bisschen drauf, teleportet sich jetzt aber wieder zurück, weil er da nicht unbedingt in den Cleave der beiden stehen will und nutzt das dann nochmal, um mit ein bisschen mehr Initiative wieder komplett in den Fight zu gehen und da noch mehr Damage zu machen. Frelina ist ja letztendlich nur am Halten in der Mitte, kriegt jetzt aber auch gut Schaden von der Seite. Sizer haut da noch ein bisschen von der Seite rein, aber da ist dann jetzt einfach der Damage stärker auf Frelina, obwohl da nicht viel durchkommt. Der kann halt den Damage von drei Leuten auch mal eine Weile aushalten. Jetzt kommen sie so langsam wieder alle in die Mitte gelaufen, also da ist wirklich der Kampf, der nicht enden will. Momentan tickt nur der Waterfall und unten. Jetzt haben wir den Double Außencap. Da können wieder ein bisschen Punkte aufgeholt werden. Wir dürfen aber in diesem Fall, glaube ich, auch nicht die Zeit aus dem Auge verlieren. Da Wir sind bei könnten. 120 Punkten und 9 Minuten. Das heißt natürlich im Klartext auch, dass das hier sind spätestens 9 Minuten endet. Wir knapp bei der Hälfte der Zeit, aber noch lange nicht bei der Hälfte der Punkte sind. Jetzt die beiden Außenpunkte. Da wechselt der Waterfall wieder dem Besitzer, sodass wir einen Cap für Rot und einen für Blau haben. Und wie wir das so oft zwischen den beiden Teams gesehen haben, es geht so ein bisschen im Kampf um die Mitte. Wenn Cheese Mode den einmal gewinnt, dann hatten wir damals diese Wall, ja, diese Wand, die verhindert Ja. hat, dass da irgendwer von Hugo's Carried Heart engagen konnte. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich Shutters hier an dieser Stelle genauso machen, Oh. wenn sie denn in die Situation kommen. Hongo jetzt da gerade im Downstate, 4 Leute da, die Cleave Damage Wir machen, haben jetzt momentan während da Misha gerestet Zinne, der wird. sich ganz gut gegen Sizer wehren kann am Quarry. Also haben wir theoretisch jetzt gleich wahrscheinlich den Double Außencap umgedreht an dieser Stelle. Also wirklich Zug bei Zug. Das ist hier glatt Schach. Da ist immer der eine wieder im Vorteil und dann wieder der andere. Je nachdem, wer als nächstes hier seine Aktion bringt. Rom bekommt jetzt einigermaßen viel Schaden an der Seite Zapdos, aber auch nicht in der besten Verfassung. Mr. Milo ist da. Ich weiß gar nicht, wen er da gerade off-point gejagt hat, aber Squares kriegt jetzt hier so langsam Probleme. Da kam dann der Support von Mr. Milo, der sich off-point gestellt hatte, nicht so ganz. Und da kommt jetzt auch der Stomp durch. Da hat der Damage gereicht oder dementsprechend der Rest nicht ganz gereicht. Und jetzt muss er sich hier alleine gegen drei Leute durchhalten, aber nicht lange scheint Rongor von der Seite direkt da wieder zur Verstärkung.
Unten am Quarry sehen wir, dass gerade Misha Thinner gestompt wurde. Jetzt allerdings immer noch Kassab hier, um das Ganze ein bisschen zu halten gegen Azorn und Zeiser. Das kann man als Warrior durchaus ein bisschen mitspielen. Wir sehen von den Punkten her auf jeden Fall eine gute Ausgangssituation für Hugelskelt hat, um hier eventuell in ein drittes Match zu gehen. Zeiser jetzt gerade im Downset, Azorn Rest da ganz in Ruhe. Kassab wird jetzt hier Probleme haben gegen zwei. Gleich wahrscheinlich in den Downset gehen. Dann gibt es hier zumindest wieder den Wechsel. Oben Zapdos jetzt mit dem D-Cap. Das ist auch hier wieder Wechsel, der eventuelle Double Außen-Cap. Wobei das nochmal von Squares ein bisschen unterbunden wird, während der Fight in der Mitte halt immer noch so ein bisschen seiner Wege geht. Ja, die Leute laufen halt einfach immer wieder rein und in den meisten Situationen haben wir dann entweder Frelina oder Rongor, der sich dann noch in der Mitte positioniert und das einfach auch gegen die Überzahl mal kurz halten kann. Und auch wenn es ein außerordentlich langer Weg ist vom Spawn zum Punkt wieder auf dieser Karte, reicht es doch meist, dass die Leute so lange da aushalten können. Jetzt kommt aber hier der Stomp auf Shad Rongor auch komplett durch. Mr. Maido ist jetzt die letzte Defense an diesem Punkt und sie wollen weiter mit drei Leuten auf ihn drauf. Man sieht so ein bisschen, dass Cheese Mode sich auf jeden Fall weniger nach außen verteilt, mit weniger Personal in diesem Fall, als man das teilweise bei den Monks sieht, die dann doch mal mit zwei Leuten an den Außenpunkt gehen. Könnte sich gut ausspielen, wenn sie hier wirklich Druck auf den Midpoint weitermachen, kann man von da aus gut aufbauen. Das kann man auf jeden Fall. Misha Thinhead jetzt außen im Downstate. Wird er so ein bisschen liegen lassen. Von Zeit, dass er sollte sich vielleicht darum kümmern, dass er da nicht wieder hochkommt. Jetzt kommt von hinten nämlich Rongo mit dazu, der eventuell wieder zu dem Heal angehen kann. Jetzt allerdings ist der Storm durchgekommen Richtung Quarry wieder auf dem Weg. Er kann den Punkt jetzt allerdings nicht ganz cappen. Muss da Rongo so ein bisschen direkt bursten, damit er da gar nicht erst zu lange auf den Punkt aussetzt, weil das, was Ranger auf jeden Fall lange können, gut können, das ist lange Kämpfe aussitzen. Und das gerade ja, gegen Sizer, der relativ wenig Lebenspunkte hat, keine gute Situation für ihn. Ich habe ja mal gemerkt, dass es gerade mit einem Sword Dagger Thief einigermaßen einfach ist, einfach immer das Gegenteil zu nutzen, obwohl in diesem Fall haben wir, glaube ich, gar keinen Shortbow dabei, immer von Fernkampf auf Nahkampf zu switchen und damit was zu machen. Aber mit dem ganzen Rumgespringen immer wieder rein und raus und rein und raus, tut er sich eigentlich einigermaßen gut. Jetzt kommt die Freline noch zur Seite, hat nochmal Rongo zurückgepusht, Misha Thinnet aber auch und Sizer jetzt im Downset, ist jetzt schwierig zu resten, aber Shad Rongo bekommt hier noch ein bisschen Schaden von Sizer im Downset, der portet sich jetzt nochmal außerhalb, aber da wird der Rest doch, Rom kommt in letzter Sekunde noch dazu, kann den Rest weiter ansetzen. Freline jetzt zwei Leute Rest, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ihn da in der Situation noch wieder hochzubekommen. Und nein, da kommt der Storm in letzter Sekunde durch und Frelina hat derweil ganz gut Schaden gefressen. In der Mitte Azorn mit einem krassen Play gegen Kassab, hat ihn hier in den Downstack gebracht und gestompt, obwohl Melo relativ nah daneben stand, kam dann einen kleinen Ticken zu spät, um das Ganze zu verhindern. Jetzt alle drei Punkte decapped. Unten so ein bisschen in Favor für Who Gets Carried Hard. Oben komplett in einer ausgeglichenen Situation, ebenso wie in der Mitte. Das ist ein sehr, sehr spannendes Match. 226 zu 210 Punkten. Wir haben auch momentan noch niemanden in der Reichweite, da irgendwas mit einem Lord Rush zu klären. Das Ding ist aber auch, dass theoretisch kleine Vorsprünge, die dann zeittechnisch, wenn es dazu kommt, nicht mehr geklärt werden könnten durch irgendwie selbst einen 3-Cap, könnten in einem sehr, sehr, sehr schnellen Lord Rush noch geklärt werden. 150 Punkte sind dann eine Menge, um da noch was rausholen zu können. Aber hier auch auf beiden Seiten ist die Frage, was wird man an der Stelle angehen? Wer wird defenden? Wer wird einfach dann in den simultanen Lord Rush gehen? Ich bin gespannt, was wir hier noch sehen können. Gerade zeittechnisch, wenn da Druck auf V-Fire kommt. Da werden sehr oft die Lord Rushes angebracht. Die Mitte immer noch sehr, sehr umkämpft. Dafür jetzt der Quarry in den Händen von Blau und auch der Waterfall, wobei der Waterfall jetzt hier gleich wahrscheinlich ihm wieder abgenommen wird. Wir sehen Squares da im Downstate, Zapdos schießt von außen so ein bisschen drauf, hatte kurzzeitig die Unterstützung von Sizer, wird er jetzt den Stomp wahrscheinlich durchbekommen. Dann auch den D-Cap, eventuell sogar den Cap, wenn dann jemand hinkommt. 248 zu 231 Punkten, das ist verdammt knapp. Wir sehen 3 Minuten noch auf der Uhr, 3 Minuten 30, das ist nicht mehr so wirklich viel. Das hier wird auf jeden Fall nicht auf 500 Punkte, trotz Lord Rush wahrscheinlich nicht auf 500 Punkte gehen. Der Fight in der Mitte entscheidet jetzt vielleicht darüber, wer das komplette Match gewinnt oder wer nicht. Wenn jetzt sie das endlich mal schaffen könnten. Wir haben dann noch eine Mass Invisibility an der Stelle gesehen, die da zumindest ein ganz bisschen was in die Richtung getickt hat, aber das macht halt irgendwie den Brei nicht fett an dieser Stelle. Wir haben wieder die Außenpunkte jeweils von einem der Teams gecapped, das heißt, das gleicht sich ja alles an. Momentan eine kleine Führung von 55 HP Monks an der Stelle. Oh, und jetzt hatten wir kurz niemanden von Rot auf dem Punkt, aber das macht auch nichts. Sie sind schnell wieder drauf. Ich glaube, wir werden den Mittelpunkt in diesem Kampf einfach nicht mehr irgendwo gecapped sehen. Es dreht sich jetzt um die Außenpunkte oder um irgendwelche Aktionen mit dem Lord.
Waterfall wird jetzt hier von Zapdos gedefft, auf der anderen Seite Rongor, der den Quarry halten kann. Ich weiß nicht, ob Azron da Haben vielleicht wir. schon versucht, irgendwie ein Tor zu öffnen an der Stelle. Wir haben Nee. 2 Minuten 30 auf der Uhr. Der Mittelfight jetzt allerdings vielleicht so ein bisschen in Favor für Cheese Mode. Wir sehen, da kommt der Stomp auf Kasseib gerade an, gerade durch. Jetzt Mr. Melo. Melo, so die letzte Instanz hier in der Mitte Squares, kommt unterstützend mit dazu. 3 gegen 2. Was versucht Cheese Mode jetzt hier? Sie gehen runter auf den Quarry. Gegen Rongor. Oben lassen sie den Waterfall komplett undefended. Das geht jetzt hier an Mischa Thinhead. 290 zu 268 Punkten. Wieso ist Zapdos da in die Mitte gegangen? Das ist so ein bisschen die Frage. Hätte da eventuell lieber ein bisschen werfen können. Und Mischa das kann Thinhead jetzt einen hat das Portal gefährlichen stehen. Vorsprung an dieser Stelle bilden. Jetzt kann natürlich Zapdos hier am Waterfall noch ein bisschen was reißen. Rom direkt mit hinten drin, aber Squares hängt da auch. Also werden wir da gleich ein 2v2 wahrscheinlich sehen. Rom ist auch schon ziemlich down gegangen, einfach weil er ein bisschen verprügelt wurde auf dem Weg dahin. In der Mitte boxen sich jetzt zwei Guardians. Das kann noch ewig dauern, aber viel mehr hat sich da sonst auch nicht getan. Also jetzt wieder der Abtausch. Wir haben den Quarry im Besitz von Cheese Mode hier und den Waterfall momentan noch im Besitz von Monks. Jetzt muss Schießen uns ein bisschen aufdrehen. 1 Minute 34 noch. Eventuell da wirklich zu einem Lord Rush oder ähnlichem ansetzen. Und ein Zapdos, Waterfall Zapdos geht er jetzt so ein bisschen unten rum. Nutzt die Leute so ein klein wenig, was Positioning angeht. Frelina ebenfalls mit dabei, aber da muss der D-Cap durchkommen oder der Cap in der Mitte. Das sind jetzt na, 50 Punkte in einer Minute. Das könnte schon eine ganz, ganz enge Kiste über die Zeit werden. In Da der Mitte muss gleich Rongor ein jetzt zusammen mit Melo Verzweiflungs-Lord und Rush Mischa kommen. Thinhead. Da kann eigentlich nur noch ein Lord Rush kommen, um das Ganze hier zu gewinnen. Oder das Match geht an Who Gets Carried Hard. Und das würde bedeuten, wir hätten endlich ein Match in Battle of Kylo. Endlich Das wäre auch mal. mal eine Das schöne Sache. wäre schade, wenn da nichts kommt. Aber man darf jetzt auf jeden Fall das Ganze hier noch nicht aufgeben. Wir haben noch eine Minute. Das ist genug Zeit, um den Lord Rush anzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie hier denken, dass Sie hier mit einem Decap und dann dem tickenden Punkten dann noch die 39 Punkte aufholen können, vielleicht noch ein paar Storms hinterher setzen, aber das wird eine knappe Geschichte. Der Lord Rush wäre jetzt, glaube ich, wirklich die beste Möglichkeit, aber theoretisch auch ganz gut voraussagbar. Sie müssen da wirklich mit allen Leuten hin. Mischa Thinhead ist jetzt auch nochmal Jetzt in Downstack gegangen. so ein bisschen, ja, der Verzweiflungsversuch hier am Waterfall. Wir sehen Frelina und Zapdos hier sehr, sehr low. Squares allerdings lower. Könnte da jetzt von Zapdos in den Downstate befördert werden? Das hat auf jeden Fall geklappt. Kommt da jetzt noch ein Stomp? Stomp wären wichtige Punkte, um das Ganze hier wieder näher an den Gleichstand zu bringen. Jetzt sind es eigentlich so noch 18 Sekunden. 18 Sekunden ist zu wenig für einen eventuellen Lord Rush, zu wenig, um Punkte gut zu machen durch den Decap. Das Match hier geht an Who Gets Carried Hard und damit gehen wir in ein drittes Spiel. Ja, sie haben sich da so ein bisschen an den Punkten festgebissen. Ich hätte da gerne noch einen Lord Rush gesehen. Das hätte diese Aktion hier noch drehen können. Jetzt will ich Ihnen auch nochmal kurz die Punkte einrechnen. An der Stelle nicht, da ich das nochmal vergesse. Jetzt auch an das richtige Team. Sie haben sich da wirklich verbissen. Ich frage mich, haben Sie wirklich gedacht, da noch fix den Decap anzubringen? Ich meine, es war ja einigermaßen knapp da kurz. Wir haben Squares und Mischa Thinhead an der Seite da down, aber Kharsight kam dann rechtzeitig zur Unterstützung. Ist eine knappe Sache. Also ich würde sagen, Lord Rush hätte es da echt bringen können. Die Frage ist nur, wie gut hätte man den dann mit dem Zeitdruck auch noch hinbekommen können? Übrigens hast du gerade die lustigste Aktion überhaupt nicht mitbekommen, oder? Debros Stream ist gerade gestorben, Doch, das habe ich deswegen. Ah, mitbekommen. doch, das hast du, ja, fand ich sau Ich nice dachte irgendwie. mir nur, I don't Blue care. gerade. Nee, nee, hab mich jetzt auch mich nicht drauf konzentriert irgendwie, sondern weiterhin aufs Shoutcasten. Blue, nicht mal mit dem Google Translator kannst du Deutsch sprechen, mein Freund. Nicht mal mit dem Google Translator. Nicht schlecht. Also Battle of Kylo sehen wir dann doch noch hier im letzten Match. Wir können dann, da wir zum ersten Mal hier auf der Map sind, nochmal ganz kurz sagen, wir haben 3 Punkte. Wir haben Windmill, Clock Tower und Mansion. Wir haben die beiden Trebuchets, zwei Katapulte, die dann auf die Mitte schneller schießen können als die Außenpunkte zum Beispiel. Damit kann man gerade in der Mitte immer sehr viel anrichten. Die Schüsse kommen da um einige schneller. Die können aber auch zerstört werden. Und man muss natürlich, das ist immer so ein Hin und Her. Will man die Leute auf das Trebuchet setzen oder ist das eine zu gefährliche Sache? Sehr oft sieht man auch, zumindest ich kenne das sehr oft, dass sich die Mesmer freuen, da sie sich das Repair-Kit einfach mit einem Portal wiederholen können. Ist ein bisschen eine tricky Aktion. Wir haben auch den mittleren Punkt, den Clock Tower, sehr hochgelegen. Was bedeutet, Diebe, Mesmer können hier sehr schnell hochkommen. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch einen Switch auf ein Schwert von irgendjemandem sehen. Nee, wir haben Stab. Einmal Shopbo. Ich könnte mir also möglicherweise noch einen Knockdown mitnehmen und das Schwert. Ne, wir haben den Mace auch weiter dabei. Ich dachte, fürs Movement wird da noch ein Guardian da das Schwert einpacken. Aber wir werden wahrscheinlich einen sehr, sehr stationären Defensive Guardian oder einen Ranger möglicherweise auf der Mitte platziert sein, der sich nicht davon runterbewegen wird.
Das ist häufig eine sehr, sehr gute Variante hier im Battle of Kylo, um die Mitte zu halten. Hier wird sich auch sehr, sehr stark darauf fokussiert, möglichst den eigenen Close Point zu deffen und den Enemy Close Point zu decappen. Da geht es wirklich nicht um Caps. Selten wird hier auf einen Außencap gespielt, sondern vielmehr darauf, einen Double Cap Clock Tower Close Point und den Enemy Close Point immer schön neutral zu halten. Das ist Obwohl so. wir das auch schon gesehen haben. Ich glaube, gerade Cheese Mode hat sich auch teilweise schon auf die Außenpunkte konzentriert in den Matches auf Kylo. Haben wir noch Ja, irgendwas? wobei, nee, meistens war das immer Sizer, der da einen D-Cap angebracht hat, aber nie wirklich die, oder ganz, ganz selten mal die kompletten Caps durchgebracht. Ja, das auch, ja. Aber wir haben auch kurzzeitig dann teilweise wirklich einen Fokus dann auf den Außencap gesehen. Das ist immer ein Abtausch. Gerade wir, die allgemein, die Matches sind sehr dynamisch. Im letzten haben sie sich natürlich da an dem Mittelpunkt verbissen. Das ist hier, glaube ich, glatt noch ein bisschen unwahrscheinlicher. Wenn die Mitte einfach nicht passiert, dann ist es hier wahrscheinlicher, als bis auf Foe Fire wäre, dass man einfach noch mal auf den Außenpoint geht. Was wird hier jetzt gemacht? Ein Tempelmatch? Nein, nein, die Leute von Hugels Kreditat hätten gerne auf Tempel gespielt, ich persönlich auch. Aber dann war die Frage, ob Cheese Mode auch will. Die haben gesagt: Nee, nee, hör mal, wir bleiben hier. Kylo, ja, das kennen wir, das lieben wir. Da wollen wir nicht runter. Next time, vielleicht nächste Woche, sehen wir vielleicht mal so ein drittes Match auf Tempel. Das wäre auf jeden Fall mal richtig cool. Aber für heute bleiben wir hier auf Kylo. Wir warten übrigens mal wieder auf Rom. Ja, nette, nette Side-Story irgendwie für die Leute, die ihr könnt ja den Chat nicht unbedingt immer verfolgen. Aber Nie. wenn man bei Cheese Mode auf einen Spieler wartet, dann ist das eigentlich zu 99,9997% Rom. Ja, er muss aufs Klo, er muss was essen, er hat sich gerade Stell ihn verlaufen, doch hier nicht so Disconnect. bloß. Ich würde ich nie tun. Also er hat auf jeden Fall immer eine Ausrede, um zu spät zu einem Spiel zu erscheinen. Das finde ich ganz lustig. Es wird ja inzwischen auch von den Chat-Leuten so ein bisschen belächelt, die ganze Wo Aktion. wurden denn bei der Umfrage, war da Cheese Mode vor Monks? Ja, ein ganzes Stück sogar. Ein ganzes Stück sogar. Ja, sie haben halt zwei 23 bisher zu von drei 17 bei Begegnungen uns. geholt. Ja, das ist definitiv ein kleiner Vorsprung. Heute könnte es zu einem 2 gegen 2 kommen, dass Schat gut drauf ist. Das haben wir jetzt ja schon des Häufigeren gesehen und auch gesagt. Und gerade eben haben sie es definitiv unter Beweis gestellt. Lang, lang hat Cheese Mode eigentlich das Match gut im Griff gehabt, immer mal wieder von den Punkten geführt. Aber Schat hat halt sich nie abhängen lassen. Immer wieder zu einem Ausgleich, ist immer wieder zum Ausgleich gekommen und dann in die letzten Minuten nochmal richtig Punkte gut gemacht. Es Ja. war eng, es war nie Ich bin irgendwie mal irgendwer, der haushoch gespannt. geführt hat. Ich bin mal gespannt, ob wir an dieser Stelle wieder einen von den vernichtenden Who Gets Carried Heart Openers sehen werden, die dann wirklich das gesamte Game sich so ein bisschen den Punktevorsprung nach sich ziehen. Aber man muss sagen, die Trebuchets sind immer so ein bisschen eine Wildcard. Zumindest auch unter den wirklich erfahrenen Spielern sind Trebuchets immer ein bisschen eine Wildcard, weil man natürlich einen Spieler auf dem Feld damit verliert und der Spieler auch einigermaßen schnell ausgeschaltet werden kann. An dieser Stelle haben wir aber auf jeden Fall kein HDH-Engie, der theoretisch sehr, sehr einfach von den Positionen entweder, ups, da muss ich wieder ingame gehen, entweder hier oder auf der anderen Seite respektive da auf die Trebuchets ballern kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Hätte ich auch gern gesehen, wenn da jemand drauf gewechselt hätte. Das wäre interessant gewesen. Ja, um es mit dem Wort von Salve zu sagen, absolutely. ja, okay, der war jetzt, ja. Das war Es tief. sind Das die war tief. Insider. Ich weiß, es sind die Insider, die sich hier breit machen. Wir sind, ja, jetzt alle ready. Rom ist da. Und wir schauen in den Split. Jeden Moment geht's hier los auf der blauen Seite. Who gets carried hard auf der roten Seite? Cheese Mode. Es steht 1 zu 1 in diesem Best of 3. Ein sehr, sehr schönes Comeback vorhin gesehen. Und jetzt sehen wir hier das dritte Match. Zapdos zum einen Close Spot auf der einen Seite. Kasabe zum eigenen auf der anderen. Auf beiden, nee, wir sehen auf der blauen Seite Misha Thinhead am Trebuchet. Auf der roten Seite, wenn ich das richtig sehe, niemanden.
Schau nochmal hin. Finn Ne, hat und niemanden niemanden. von Rot. Das heißt, Trebuchet-technisch ist hier blau in einem leichten Vorsprung. Da Obwohl geht sogar sich. Rongor noch rüber, um das Trap zu zerstören. Ich weiß nicht, ob Das das so finde ich worth ein it ist. bisschen. Und jetzt hier der Engage auf deren Menschen. Da schauen wir wahrscheinlich mal als allererstes hin. Sizer und Rom, die hier den Enemy Closeborn direkt attackieren. Wir sehen, es hat sich jetzt von den Punkten schon gelohnt. 5 Punkte gut gemacht, dadurch, dass die Windmill oben relativ entspannt gecapped wurde. Die jetzt allerdings gleich decapped wird von Mishra Thinhead, habe ich gerade so mit einem Auge auf der Karte gesehen. Kassab jetzt hier unten das Focus-Target. Wir sehen, geht in Downstate. Rom mit dabei, setzt zu einem Stomp an. Da kommt ein bisschen Cleave-Damage von Sizer, weil Squaris da resen will. Wir sehen, Squaris auch Oh, sehr, in sehr letzter low. Will jetzt Sekunde dann jemand noch auch in ein den Knockback, Downstate wird er gehen? aber mit dem letzten Hit noch in den Downstate gebracht, hat das sehr schön geschafft. Oh, und jetzt der. War das wirklich ein Rallye oder war das Vengeance? Das war Vengeance. Kasseb ist Vengeance, genau, ist in die Rache gegangen, um da seinen Kollegen nochmal nach oben zu holen. Wird jetzt gleich sterben, hat allerdings dafür Squares gerest. Das könnte man Hüpft jetzt also noch ein bisschen sowas in der wie Gegend rum, guckt auch Worth lustigerweise nennen. in die Kamera, während er stirbt. Sehr, sehr cinematic hier. Squares ist jetzt wieder in den Downstate gegangen an der Stelle. Und wird auch einfach direkt gefinisht, direkt schön down genuked. Rom hat auch ganz gut Schaden bekommen. Möglicherweise könnte sich hier Rongo noch durchsetzen, aber wir sehen jetzt nach den 20 Punkten, die da getickt sind, haben wir auch direkt wieder alle Punkte decapped. Und ja, ich will ja nicht zu früh was sagen, aber das ist zumindest ein gutes Zeichen, dass hier irgendwas auf Zeit gehen könnte. Es ist wieder sehr ausgeglichen. Jetzt wird Rongo aber hier an der Mansion gefinisht und aus irgendeinem Grund capten für kurze Zeit da zwei Leute die Mansion. In der Mitte ticken auf jeden Fall die kleinen Felder, die wir immer so schön sehen. Besser für Cheese Mode, aber es ist noch nichts gewonnen. Mr. Milo jetzt aber einigermaßen low, hat noch seinen Renewed Focus, hat noch ein paar von den Shouts ab, also hält er sich auch noch eine Weile. Karsape mit dabei, um ihn zu unterstützen. 2v2 an der Seite. An der Windmill geht es jetzt hier weiter. Wir hatten einmal das Maß an Visibility. Ich weiß gar nicht, was das unbedingt gemacht hat an der Stelle. Das kann ich auch nicht sagen, weil ich hatte persönlich meinen Blick gerade auf der Windmill. Da nämlich Ja, da bin ich. Azeron. Was, echt? Ja. Weil da die Master Visibility. Da war eine Maß an Visibility. Aber jetzt geht hier Misha Thinet in den Downset. Da wird nochmal Okay. reingehüpft mit dem Ult, um da den Stomp zu unterbrechen. Der Rest wird angesetzt. Aber Squares hat möglicherweise hier Probleme, bei dem Rest noch durchzuhalten. Geht einfach selbst down, während er da probiert, den Rest anzubringen. Und das sieht hier gar nicht gut aus. Die Windmill könnte in wenigen Sekunden hier, wird wahrscheinlich noch probieren, Offpoint zu sterben. Aber dann an Cheese Mode gehen. In der Mitte haben Der wir. anderen Seite Menschen jetzt gleich in den Händen von Hugels Clash hat, das werden die ersten Punkte sein, die jetzt hier ticken, weil Melo sich den Punkt unten uncontested sichern konnte. Außen wurde jetzt gerade Rongor gestunt, so ein bisschen Offpoint, da wurde gechased von Rom, weil er gerade dazu in der Lage war. In der Mitte immer noch dieses schöne, ne, jetzt inzwischen nicht mehr schöne Scissor 101. holt sich jetzt gerade ein Decap an den Menschen. Denn da ist inzwischen Zapdos zu Frelena dazugestoßen, die jetzt hier gemeinsam sich auf Kasape stürzen. Allerdings schießt von hinten mit der Unterstützung so ein bisschen Mischa Thinhead mit dem Trap auf den Punkt in der Mitte. Das könnte Kasape hier noch Wird dann retten, aber wobei auch Frelena den direkt Sachen immer wieder attacked. schön Sie dodgt. sehen da schon, das macht Probleme. Azran probiert er das down zu machen. Misha Thinhead begibt er sich. Ne, er begibt sich gar nicht erst in den Kampf, geht direkt raus aus der Situation. Denkt sich, die paar Schüsse haben es da schon gebracht. Und es sieht auch ganz gut so aus. Da kann sich Squares zwar noch ganz gut halten, aber Kaisab ist dann doch in den Downstack gegangen von der Seite. Kommt da noch, na, kommt er denn? Er kommt nicht. Misha Thinhead hat sich jetzt hier nochmal auf die Windmill begeben, wird aber auch direkt von Azran attacked. Ja, es ist halt, das war jetzt die Entscheidung, versuche ich da die Mitte noch irgendwie zu contesten oder gehe ich lieber den Enemy Close Point Decappen? Und ich glaube auch, dass Decappen hier die deutlich bessere Variante war, die deutlich bessere Entscheidung. Auf der anderen Seite allerdings wird der Enemy Close Point ebenso angegangen. Wir sehen Das wurde Sizer auch. hier, der Rongor direkt in den Downstate gebracht hat. Wunderschöner Stomp da von Rom. Safe, konnte nicht interrupted werden. Sizer sehr, sehr low. Muss immer wieder aufpassen. Geht immer wieder rein, macht ein bisschen Damage auf Melo und geht dann raus, weil er halt sehr, sehr low ist. Rom allerdings sieht Gut. auch nicht mehr so gut aus. Ich bezweifle allerdings, dass Melo genug Damage dafür hat, um die beide in den Downstate zu bringen. Ja, und vor allem, selbst wenn man beide im Downstate hat, ist es dann immer noch ein bisschen schwierig, die zu finishen. Da haben wir Vengeance, da haben wir das Wegporten. Das ist alles eine Sache, da kann genug Zeit vergehen, bis da ein Cap kommt. Frelina hat es übrigens geschafft, mit den Knockbacks, nehme ich an, das so weit zu treiben, dass hier fast der. Oh, und haben wir da. Er steht Offpoint, wurde da festgenagelt. Und jetzt haben wir den Cap an der Seite hier von Cheese Mode auf der Mitte. Die 2 Punkte ticken momentan und der Vorsprung wird weiter aufgebaut. Nur 12 Punkte für Who Gets Carried Hard oder Monk momentan. Ja, das ist sehr, sehr deutlich, was Cheese Mode hier zeigt. Vor allem dadurch, dass sie halt wirklich immer wieder den Enemy Close Point so sehr unter Druck setzen, dass sich da Who Gets Carried Hard zurückziehen muss. Und natürlich, dass sie auch
am Anfang das Trap weggelassen haben, hat ihnen ein bisschen Manpower am Enemy Close Point gebracht. Ich glaube, das war wirklich so ein entscheidender Punkt und Misha Thinhead hatte nicht genug Trap-Schüsse in der Mitte, um das Ganze auszugleichen. Vor jetzt allem hier ein 3 gegen 2. Gedodged. Ja klar, das ist natürlich immer das Problem. Man kann einen Trap-Schuss dodgen, es ist allerdings nicht möglich, allen Auto-Attacks von jeder Person zu dodgen. Darum ist es manchmal auch besser, nicht an das Trap zu gehen. Rom jetzt hier im Downstate an der Mansion. Wird allerdings rechtzeitig von seinen Kollegen hochgeholt. Wir sehen das 3 gegen 3. Zurzeit sehr ausgeglichen. Jetzt wird es zu einem 4 gegen 3. Squares ist im Kampf gerade eben auch noch gejoint. Misha Thinhead, so ein bisschen das Fokus-Target von Cheese Mode. Auf der anderen Seite ist es Rom, der immer wieder sehr viel Damage bekommt. Geht da jetzt aus in der Downside. Das setzt Frelina zu einem Rest. Er kann Melo allerdings nicht interrupten. Der stompt da mit Stability. Und demnach haben wir jetzt die Situation, dass hier wahrscheinlich Schatt sich die Menschen holen können wird und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Stomp landet, aber es reicht noch nicht. Wunderbar für Cheese Mode gelaufen. Sie haben sie in so einen langen und zähen Groupfighter an der Menschen verwickelt und die zwei Punkte haben einfach getickt. Es hat sich jetzt so langsam hier mal Karsype dazu bewegt, den Enemy Point zu attacken. Hat aber auch direkt Zapdos hinten am Arsch. Ja, und von der Seite kommt halt wieder Rom, weil er gerade gedownt war, rechtzeitig wieder hier, das um war jetzt den einen Close Point zu deffen. Zu binden. Und ich meine, Sizer und Ezreon halten und Frelina halten hier immer noch drei Leute beschäftigt. Okay, drei, aber zumindest halten sie auf einem Punkt, um den es nicht unbedingt geht, während zwei Punkte für sie ticken. In der Mitte jetzt Misha Thinhead hier gegen Zapdos und wir sehen, Mesmer hat zwar krass Burst Damage, aber er ist keine, als Mesmer keine 101-Klasse und das ist natürlich fatal gegen einen Warrior. Jetzt hier schön gemacht so ein bisschen der Juke, da hat er außen ein bisschen Zapdos festhalten können, während Karsape in der Mitte der Decap durchgebracht hat. Azeron jetzt allerdings da und auch Sizer da und die ganze Sache wird hier wieder relativ schnell zugunsten von Cheesemon entschieden sein, aber immerhin mal der Decap, mal die Möglichkeit von Chat hier wieder so ein bisschen zurückzukommen. Unten an der Menschen jetzt das 2 gegen 2 inzwischen nur noch, weil von beiden Seiten eine Person abgezogen ist. Aber sie halten halt immer noch zwei Leute an dem Decapen Point. Und das ist immer ein Vorteil für das Team Cheese Mode hier. Ja, und der Vorsprung ist jetzt halt wirklich schon mächtig an der Stelle. 314 zu 7. 300 Punkte Vorsprung. Sowas auf Kylo wieder abzubauen, ist eine schwierige Aufgabe. Sowas auf Kylo abzubauen, ohne dass sie da auf die 500 kommen, ist schwierig. Noch schwieriger ist es, das auch noch mit dem Zeitdruck zu machen, dass wir bei 7 Minuten sind und sie halt erst 17 Punkte haben. Da müssen 3 Caps kommen, da müssen Double Caps mit einem Neutral kommen, um hier noch irgendwas reißen zu können. Selbst wenn sie hier eine gute Figur machen, es gibt keine Lord, es gibt keine Creatures. In der Mitte jetzt Karsape und Zapdos down. Zapdos sollte gestoppt werden, da kommt ein Shadow Refuge auf der anderen Seite. Wurde gerest. Immer noch stehen hier alle, oder inzwischen stehen wieder alle. Rom und Frelina allerdings jetzt an den Außenpunkten, beziehungsweise an der Menschen im Downset. Allerdings haben sie den Punkt lange Decap gehalten und jetzt sogar noch bis zur Hälfte gecapped, dadurch, dass da gerade eben Mr. Melo kurzzeitig nochmal vom Punkt runter musste. Also, ich war gar nicht Melo. Ich bin mal kurz zurück zu seinem Punkt gegangen. Einmal. Um aus dem Fight einfach rauszukommen, aber dann hatte er, glaube ich, erst noch einen auf den Fersen. In der Mitte hat sich jetzt Blue durchgesetzt. Zapdos probiert da nochmal reinzugehen. Er wird aber in wenigen Sekunden sterben. Geht in den Downset auch noch Offpoint. Das hat er nicht allzu viel gebracht. Sie haben den Punkt. Die Punkte ticken endlich mal für Monks an dieser Stelle. Theoretisch können, also Cheesemo kann sich jetzt halt einige Fehler erlauben. Ja. Ich glaube, das Halten des eines einzelnen Punktes würde hier schon reichen, um das ganze Match einfach für sie zu entscheiden, weil sie so einen hohen Vorsprung haben. Das heißt, ich glaube, das ist Fakt. Ja, wenn man sich das Ganze anschaut, das sind mehr als das Doppelte an Punkten, die da gerade sich für Cheese Mode anbahnt. Frelina da jetzt in der Mitte mit einem schönen Knockback auf Mr. Melo konnte den Punkten teilweise decappen, zieht sich dann allerdings zurück, weil sie sich dann doch hier lieber wirklich auf die Außenpunkte fixieren. Sie haben zwar keinen Außenpunkt-Cap, aber sie fixieren sich zumindest so ein bisschen darauf bei Cheese Mode. Wir sehen da Misha Thinhead jetzt sehr, sehr low. Wird immer wieder gefokust von Cheese Mode. Das müssen sie auch, weil da halt der primäre Damage herkommt. Muss ich da jetzt von der Whitman zurückziehen? Ist keine 101-Klasse. Das sagen wir immer wieder. Das ist so ein bisschen das Problem beim Esma. Viel Damage, allerdings wenig Defensive. Jetzt hier Karsape. So ein bisschen die letzte Hilfe für Misha Thinhead, um ihn dann noch am Leben zu halten. Ist allerdings auch schon low und wird immer wieder, kriegt immer wieder Cleave Damage beim Resen ab da von Cheese Mode. Ja, also man muss sagen, das ist hier schon ein guter Turnaround noch hier seitens Monk, dass sie das wirklich geschafft haben, jetzt eigentlich auch wieder die Lage umzudrehen. Sie binden hier mit zwei Leuten einfach drei an die Windmill. Hier ist Karsape jetzt in den Downstack gegangen. Da kam ein bisschen ein Fail back und wieder Fourth Port von Sizer.
an der Stelle, aber sie halten die Leute beschäftigt, während da die Punkte ticken. Aber das Oh, muss halt Freline jetzt schon hatte so einen gehalten werden. Disconnect. Das war, glaube ich, der Grund, warum sie da jetzt wieder so eine Comeback-Situation hatten. Steht jetzt hier in der Mitte gegen Rongor und mit so ein bisschen Sizer im Rücken. Sizer allerdings geht sofort zum Enemy Close Point. Da steht nämlich Azor gerade, hat der Decap durchbekommen. Squares ist da, um zu deffen, muss sich allerdings direkt gegen zwei Leute durchsetzen. Man kann zwar als Warrior da ganz gut halten, hat allerdings auch das Problem, dass es halt zwei Leute sind, die auf einem Damage stehlen. Muss da ein bisschen aufpassen, kann den Fight auf jeden Fall nicht gewinnen, nur hinauszögern. Alle drei Punkte gerade Decap, 4 Minuten noch auf der Uhr. Das ist auch ein Faktor, den man jetzt nicht aus den Augen verlieren darf, gerade wenn alle Punkte Decap sind. Außen jetzt die Windmill allerdings, wird in die Hände von Huget's Carried Hardfinder noch hier. Scheint sich zumindest in einer gewissen Art und Weise ein Comeback anzubahnen. Oder ist im Also, vollen Gange eigentlich. es ist im vollen Gange, aber da muss einiges passieren. Sie haben auf jeden Fall Ihre Performance schon um einiges verbessert. Ich weiß nicht, haben wir da jetzt noch einen Disconnect oder wo ist da der vierte Spieler hin? Der fünfte Spieler hin? Ja, stimmt, es fehlt wieder einer bei Cheese Mode Ich glaube, gerade. es war schon die ganze. Obwohl, nee, wir hatten einmal wieder kurz fünf drin. Das scheinen wirklich Internetprobleme zu sein. Aber selbst mit vier Rom hat es diesmal Leuten erwischt. kann es durchaus vorkommen, dass Who Gets Carried Hard hier Probleme hat, den Vorsprung wieder aufzuholen. Theoretisch könnten sie sich mit vier Leuten auf einem Punkt verbunkern, wenn sie das schaffen. Und anderen Menschen sieht es momentan so aus, als ob das wenigstens die Anfänge dafür sind. Wir haben aber Frelina auf jeden Fall noch auf dem Weg hier zur Windmill, also theoretisch gleich einen 2-Punkt-Außenpoint-Cap, wenn sie das hier noch ein bisschen halten und sich nicht zu sehr vom Punkt knocken lassen. Ezreon ist hier schon sehr weit Downsizer, muss immer wieder rein und raus. Und da hatte sich dann Zapdos mal kurz außerhalb des Punktes gewagt. Mr. Mido setzt den Stomp an, der kommt an dieser Stelle auch noch durch. Da war kein Interrupt, kein Knockback mehr vorhanden bei Zapdos. Und jetzt haben sie hier schon die 410 Punkte und jetzt auch noch die beiden Außenpunkte. Sie werden zwar gleich Menschen verlieren, aber Windmill ist einfach genug, um das hier schon nach Hause zu reiten. Ja, es sieht wohl so aus, als käme Rom auch nicht mehr ins Spiel zurück. Da gibt es wohl Login-Server-Probleme schon die ganze Zeit. Irgendwie so ein bisschen, das hatten wir vorhin bei den Lags auch schon. Ja. Jetzt wird die wahrscheinlich Cheese Mode, würde ich versuchen, mit vier Leuten den einen Punkt zu deffen. Vielleicht Sizer immer wieder loszuschicken, um den einen oder anderen Decap anzubringen. Allerdings macht Huget's Carried Hard das hier auch ganz gut. Rongor steht auf dem einen Close Point, da kann kein Decap kommen. Die Mitte, da steht Melo jetzt drauf, da kann kein Decap kommen. Die Frage ist, wie sieht das mit den Punkten aus? 250 Punkte und auf der anderen Seite 70 Punkte. Das müsste also, solange sie den einen Punkt hier halten können, trotzdem eine ganz entspannte Sache für Cheese Mode werden. Ja, Die nee, Frage das ist, können müssen sie sie den auch einen schaffen. Punkt halten? Das Oh, ist so die. jetzt scheint es allerdings Huget's Carried Hard wissen zu wollen. Also, sie geht jetzt mit allen fünf Leuten zumindest in eine relativ offensive Position. Wir sehen nur Misha Thinhead in der Mitte auf Theoretisch könnte dem sich Punkt Sizer drauf. jetzt sehr, sehr gemütlich noch in Richtung Menschen bewegen. Und genau das tut er jetzt auch. Hat nur kurz in der Mitte vorbeigeschaut. Ist um einiges schneller als Misha Thinhead in der Position und kann auf jeden Fall einen Decap anbringen. Und das ist in dieser Position halt schon was Schlimmes. 450 Punkte, da fehlen noch 50. Aber wir haben auch nicht mal mehr 2 Minuten an dieser Stelle. Ich glaube, dass das Ganze über die Zeit entschieden wird, egal was Huget's Carried Hard jetzt hier noch großartig zu bieten hat, egal wie sehr sie vom Disconnect profitieren. Es war einfach die zu hohe Führung hier von Sizer. Das wäre jetzt, ich weiß nicht, Von Cheese wie Mode. schnell wir 3 in alle 2 Sekunden. Das wären dann 3. Nee, das passt nicht mehr. 45 Sekunden, drei Punkte. Doch, das würde passen. Das würde Es wären passen. 150, nee, 150 Punkte nicht ganz. Nee, nee, das ist durch. Das hat Cheese Mode gewonnen. Egal, was so ziemlich passiert. Ja. Ja, Wenn wir uns jetzt also. noch verrechnet hätten, wäre das doof, aber selbst wenn, ich glaube, hier wird einfach nicht mehr der 3-Cap kommen, auch wenn es hier gerade an der Windmill gut aussieht, müssen sie das jetzt da auch noch zu einem Cap bringen und nicht nur, obwohl, kommt hier jetzt wirklich noch der 3-Cap? Das heißt, er probiert sich nochmal in der Menschen, schafft es aber nicht ganz rechtzeitig da auf dem Punkt zu sein, um dann den D-Cap anzubringen. Aber wir haben halt immer noch nicht den 3-Cap und jetzt ist es nur noch eine Minute. Sie Und gewinnen das hier, diesen jetzt haben sie 50 den Sekunden, 3-Cap. jetzt machen sie 25 mal 3 Punkte, 75 Punkte, die sie noch machen können. Das wären dann 425. Da ist dann aber auch die Obergrenze, es sei denn, es kommen jetzt noch große Stomps dazu. Allerdings sind Wenn es einfach sie keine alle jetzt noch 50 ein paar. Punkte mehr, die sie in Stomps machen können. Wir müssen hier noch ein paar Mal. Nee, die Sache ist gelaufen. Selbst mit dem Disconnect hatten sie vorher eine so große Führung aufgebaut, dass das Game hier jetzt noch an Cheese Mode geht. Trotzdem fehlen ROMs. Ich weiß nicht, vielleicht bekommt er dann irgendwann in der Stunde, wenn es alles wieder geht, mal Bescheid. Obwohl, nee, ist nur GW2, das ausflippt, oder? Nicht sein gesamtes Ja, Internet. ich So wie es glaube schon, aussieht. ja. Das heißt, er wird wahrscheinlich gleich ein TS mitbekommen, wie trotzdem Jubelrufe bei Cheese Mode durchgehen. Sie gewinnen 2 zu 1 dieses Match hier und damit steht es insgesamt 3 zu 1, was die
direkten Aufeinandertreffen im Weekly Cup angeht. Das heißt, dreimal in Folge hat jetzt Cheese Mode Who Gets Carried Hard im Finale geschlagen, wobei man sagen muss, es waren nicht drei Finals hintereinander, weil es zwischendurch eine Runde gab, wo Cheese Mode ausgesetzt hat und Who Gets Carried Hard hier das Finale geholt, das Match gewonnen. Ich glaube, das war der Halloween, das Halloween-Special, wo Cheese Mode nicht mit dran teilgenommen hat. Da hatten sie ausgesetzt. Also wirklich beeindruckend, hier mit vier Leuten da wirklich den Vorsprung so weit aufgebaut zu haben, dass das dann trotz des Disconnects noch etwas wird. Also das, sie haben da wirklich eine Leistung gezeigt auf der letzten Map. Das war, sie hatten das von Anfang an unter Kontrolle. Da war nichts, was Who Gets Carried Hard oder Monks da noch ausrichten hätten können.